Die Deutsche Energie hat heute zur Challenge eingeladen. Die Männer- und Frauenteams wurden zusammen durchgemixt. Und wir müssen ein Floß bauen, das 15 Meter überbrücken muss vom Steg zu einem schwimmenden Ponton im Wasser. Ich bin jetzt gerade im Kreativteam mit der Luisa und wir entwerfen einen Team-Slogan und Teamnamen und eine Flagge für unser schwarzes Team. Also wir versuchen eine 15 Meter lange Brücke zu bauen mit Pfeilern, Brettern, Seilen und Gummireifen. Und die binden wir dann am Ende zusammen und versuchen die da einigermaßen fest im See anzubringen. Und dann muss das ganze Team einmal drüber laufen. Wir hatten alle sehr viel Spaß beim Brückenbau und ich finde es schön, dass eben Männer und Frauen mal zusammengekommen sind, weil wir sonst immer so super getrennt sind und da hat sich die Deutsche Energie da wirklich was überlegt und hat einfach riesen Spaß gebracht und mal eine Abwechslung auch für den Kopf und Körper und Seele und Geist.